Hallo liebe Freunde des Stroms, schön, dass ihr wieder eingeschaut habt, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir mal ein ganz anderes Video, also komplett anders, hat mit Strom eigentlich nichts zu tun. Aber ich habe mir gedacht, es wird bestimmt viele interessieren, wie es hier mit der Musterwand, mit unserer Wohnung von der Oma Gerda, wie es hier weiterläuft. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich tue mit euch jetzt mal ein bisschen einen Trockenbau verspachteln. Jetzt werden sich schon einige denken, jetzt spinnt der Markus. Ja, manchmal bin ich schon ein bisschen verrückt, aber ich habe mir einfach gedacht, macht bestimmt Spaß, dass wir einfach mal komplett was anderes machen, einfach mal so richtig schön knuffig am Montagnachmittag oder so, einfach mal ein Video machen und fertig. Wenn es euch interessiert, bleibt uns einfach bitte dabei. Wenn es nicht interessiert, schaut es euch nicht an, kein Thema, dann schaut sich einfach die anderen Videos an, wenn es wieder um Elektrik geht. Aber in dem Sinne, sehen wir uns nach dem Intro, das hat mir aber trotzdem gefallen, wenn sich alle das anschauen würdet. Bis gleich. Schön, dass du dabei seid, das gefällt mir richtig. Also, ich habe natürlich schon alles damit vorbereitet, der Trockenbau ist schon fertig und wie schon gesagt, jetzt geht es ums Verspachteln. Und das Wichtigste ist natürlich, ihr braucht ein paar Utensilien, also für so Hobbybastler oder Heimwerker, brauche ich ja wahrscheinlich nichts erzählen. Wir müssen auf alle Fälle hier mit dem Glasfaserband die Werkskante, die vorgefertigte Werkskante hier verstärken. Da geht es um Rissbildung, das möchte ich euch zeigen. Dann haben wir hier noch unseren Uniflot, unseren Fugenfüller. Speziell für Rigips, wie man den anrührt. Ich habe hier zwei so kleine 5 Liter Eimer. Die müssen natürlich sauber sein. Hier ist schon Wasser mit drin. Dann habe ich meine ganzen Spachteln und Kellen. Da empfehle ich euch gleich, nehmt euch bitte ein wenig teurere Edelstahlkellen zwecks dem Rosten, weil das Problem ist dann, wenn man es nicht braucht, hat es sauber gemacht, stellt es in den Eimer rein, stellt es irgendwo ins Regal und die rosten euch dann schon langsam weg. Das ist ganz schlecht. Vor allem, wenn man hier mit Spachtelmasse arbeitet, das ist beim Fliesenkleber ist es das wurscht. Oder beim Putz, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, da kratzt man den Rost ein bisschen runter mit einem Schleifpapier und die Sache ist wieder erledigt. Aber beim Rigipsen, also hier beim Verspachteln, muss die Kelle, also die Kante muss hier wirklich absolut glatt sein und da darf keine Riefe nicht drin sein oder keine Einkerbung oder sonst irgendwas. Sonst zieht man das dann später und das ist natürlich schade. Ich habe jetzt hier einfach eine normale Glättkelle. Dann habe ich hier eine etwas breitere Spachtel, die nehme ich dann her für die Schrauben. Dann habe ich hier noch eine Zwischengröße, die muss ich nur sauber machen. Und hier habe ich so eine kleine, ganz normale Edelstahlspachtel, die nehme ich meistens zum Anrühren her. Seht ihr, die ist schon ein wenig verbogen, die muss ich dann eigentlich entsorgen, beziehungsweise nehme es dann für meinen Rohbau, für meine Rohbaueimer. Genau, was brauchen wir jetzt sonst zu der ganzen Geschichte? Ganz wichtig, Kaffee und gute Laune. Genau, dann tue ich jetzt einmal vorbereiten, tue den Uniflot herrichten. Und dann hole ich wieder dazu. So, ich muss jetzt gleich noch sagen, zwecks dem Ton, ich habe jetzt die Funkstrecke nicht dran. Aus dem Grund, weil nicht, dass da irgendwas aufs Mikrofon drauf batzt oder fällt. Da ist mir das Zeug eigentlich viel zu teuer. Deswegen, ich hoffe, Verständigung ist eigentlich gut. Müsste normalerweise mit dem Richtmikrofon auch wunderbar funktionieren. Möchte es nur mal gesagt haben. So, zum Thema. Also, wir haben jetzt hier unseren kleinen Eimer. Ich habe hier Wasser. Jetzt schütten wir uns einfach Wasser in den Spachteleimer rein. Das ist jetzt natürlich, kommt jetzt darauf zusammen, wie viel Fläche das wir bearbeiten müssen, wie viel Material das wir brauchen. So, also jetzt nicht hier einfach das Uniflot einfach reinschmeißen, sondern man streut es ein. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, also immer schön langsam einstreuen, damit sich das reagieren kann mit Wasser, damit sich das super schön auflösen kann. Das kann man jetzt einmal zum Beispiel machen hier mit der Hand. Dass man einfach in den Uniflot reingeht, wie einen normalen Gips, und den hier einfach ganz knuffig schön einstreut. Oh, weiße Pulver aus Kolumbien. So, ist natürlich ein bisschen eine Sauerei. Also am besten, wenn ihr das zu Hause macht, wenn ihr irgendwo eine Trockenbauwand ergänzt habt oder sowas, immer eine Folie unterlegen. Und wenn es geht, ein Vlies unterlegen, zwecks die Schuhe, dass da dann nichts auf dem Boden fällt. So, jetzt nehmen wir wieder ein bisschen einstreuen. Man kann das natürlich auch mit der Spachtel machen. Das geht mit der Spachtel genauso gut. Bloß meistens fliegen halt dann ein bisschen die Batzen rein. Und das soll man halt eigentlich vermeiden. Deswegen mache ich sie eigentlich immer recht gerne mit den Fingern. Mit der Hand. Geht nämlich viel schöner. Und das macht man jetzt so lange, bis das Material ungefähr, sage ich mal,
4-5 mm unter dem Wasser einfach stehen bleibt, dann hat man die richtige Menge. Ich sage ja, das ist viel Ausprobieren und Gefühlssache. Wenn es zu dick ist, kann man ja noch ein bisschen Wasser dazu machen. Ist auch kein Problem. Weil es ist oft der Fehler, was man macht, zum Beispiel wenn man halt Ziegelbau installiert und man nimmt einen Elektriker-Gips her oder solche Sachen, reinschütten, Wasser drauf, umrühren, los geht's. Dann ist das Ding auf 2 Minuten fest. Das funktioniert nicht, sondern immer einstreuen. Das zeige ich euch aber bei mir bei den Baustellen an. Ich habe jetzt eine Ziegelbaustelle, die kommt im Juni, Juli. Geht's da los. Freue mich schon drauf. Und habe auch schon die Drehgenehmigung bekommen vom Bauherrn. Also der freut sich auch schon drauf, ist nämlich auch ein Zuschauer von mir. So wird es dann richtig knuffig. So, jetzt glaube ich, haben wir dann genug. Dann verstreichen wir das Ganze noch ein bisschen. Dann lassen wir das jetzt ein bisschen einwirken. Genau. So. So. Weiße Pulver. Ich trinke jetzt noch schnell meinen Kaffee fertig, lasse das einwirken und dann hole ich wieder dazu. So, unser fluffiger Schokopudding ist jetzt wunderbar eingezogen. Den habe ich jetzt noch 2-3 Mal kurz durchgerührt. Das soll also eine richtig schöne cremige Masse sein, dass wir die natürlich mit der Spachtel auch wunderbar bearbeiten können. Wenn ihr euch beim Verspachteln nicht so sicher seid am Anfang, ist überhaupt kein Thema, dann fangt einfach mit den Schraubenköpfen an. Dann kriegt ihr ein bisschen ein Gefühl, das machen wir jetzt schnell. Das heißt, ich hole mir jetzt mit der. Also ich arbeite immer mit 2 Spachteln. Die habe ich jetzt schon mit Wasser vorgefeuchtet, das ist auch ganz wichtig. Material drauf. Und dann geht man einfach her, wo jetzt zum Beispiel die Schrauben an. Ich suche jetzt da ein paar Stellen raus. Und dann trägt man einfach das Material auf und zieht es wieder ab. Auftragen, abziehen. Und das macht man immer so über so ein X. Da funktioniert das wunderbar. Und die Stellen, die wo man einfach bearbeiten muss, okay. Einfach mal Material reinfüllen. So, das ist natürlich ganz schlimm, wenn die Riegelsplatten recht der Haut sind, sagen wir jetzt auf Bayerisch, also wenn da Dellen drin sind, Risse drin sind, sonstige Sachen, das muss natürlich alles verschwinden. Oder wenn der Elektriker seine Unterverteilungen schon reingebaut hat, das macht der Spachtler ja ganz gern. Da schimpft er dann wieder über den Elektriker. So, aber ich glaube bei der Baustelle ist der Elektriker braver. So, dann ziehen wir das gleich mal ab. Was ich jetzt natürlich auch vergessen habe zu sagen im Vorfeld, ist das, ihr müsst die Wand vorher abkehren. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn jetzt hier die total verstaubt ist, dann kriegt sie ein Problem, euch platzt die Spachtelmasse, platzt euch dann wieder komplett weg. Und das ist natürlich schade. Das soll natürlich nicht sein. Und zügig dahin arbeiten, weil das Material wird natürlich auch fest. Und das wäre natürlich schade. Jetzt hätte ich, glaube ich, muss ich nachdrehen. Und ihr könnt ruhig ein bisschen Material drauf lassen, weil es wird ja dann zum Schluss sowieso abgeschliffen. Ja, also nicht ganz abziehen wie so ein Harry Hirsch, sondern einfach Schrobmaterial auf der Wand drauf lassen. So, jetzt machen wir mal schnell die Werkskante. Sonst wird mir mein Material nur fest. Jetzt, das muss richtig schön wie so ein richtig fluffiger Mousse-Schokolade oder Schokopudding sein. Und dann haut das wunderbar hin. So, dann geht man jetzt einfach her im ersten Arbeitsschritt und zieht sich einfach mal Material auf die Werkskante. Also da geht dann schon Material drauf, weil wir müssen ja das, der Eimer fast zu klein, wir müssen ja das Glasfaserband einarbeiten. Und da darf man schon mit Druck arbeiten. So. Und deswegen, wie schon gesagt, vorher mit Wasser einschmieren, dann geht das nämlich wunderbar wieder runter, das rutscht da richtig schön. Na komm her. So. So, das schaut gut aus, das schaut auch gut aus. Dann werden wir gleich noch ein Restmaterial verarbeiten.
So. Viel Material abgemacht. Ich mache jetzt mal schnell die Schraubenlöcher hier fertig. So. So, noch eins. So, das ist jetzt das erste Mal spachteln. Weil das Material geht nach, wenn es trocknet. So, da. Dann holen wir unser Glasfaserband. Dazu nehme ich mir die Kelle und arbeite jetzt das Glasfaserband einfach richtig schön sauber in die Werkskante mit ein. Gibt es die tollsten Sachen im Baumarkt? Jetzt muss ich gerade schon schauen, dass ich auf die Mitte hinkomme. Ja, machen wir zwei, das ist aber schon. Zum Selbstkleben und was für Zeug braucht man jetzt nicht. Hört's her, das geht wunderbar. So, dann machen wir noch zweites. Ich bin nämlich da ein bisschen verrutscht. Aber das ist kein Problem. So. Bleibst du um. Sag mal, man müsste ein wenig die Kacke. So, immer so ein bisschen anstreichen. Schaut's her. So. Gut, ist jetzt bei der Musterwand eigentlich, wie gesagt, für den Arsch. Aber ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, wie man das macht. So, jetzt nehmen wir mal meine zweite Kelle. Tun wir da ein bisschen Material drauf. Gerade ein bisschen. Ja, gerade so ein kleiner, ganz Maifall auf Bayerisch und ziehe von der Mitte nach außen. Aus dem Grund, weil sonst ziehe ich mir jetzt im Endeffekt lauter Falten rein, sondern ich gehe jetzt einfach her und ziehe von der Mitte nach oben und ziehe mir im Endeffekt das Glasfaserband richtig schön aus. Und das gleiche mache ich jetzt nach unten auch noch mal weg. So, dann Material wieder in die Mitte. Der Eimer ist zu klein, aber das macht nichts. Ja, es ist ein wenig eine Kackerei, aber macht ja nichts. So, lala, gehen wir mal und beten die heilige Wand an. So. Da arbeite ich jetzt mit Druck. So, und jetzt kann ich es unten halten. Und jetzt passiert das, Schatz. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, von der Mitte nach unten ziehen. Muss ich jetzt nur mal zeigen. So, jetzt arbeiten wir das wieder raus. Kacken uns dann am Boden voll. So. Ziehen wir wieder schon drauf. Sein lassen. Jetzt hier nochmal nach oben weg. So. Wie schon gesagt, das ist jetzt das erste Mal anspachteln. Da kommt jetzt Material auf die Wand und das wird dann runtergeschliffen. Das muss dann geschliffen werden und damit ist es super schön. So. Ziehen wir da noch schön an rein. Ja. Also für einen Elektriker nicht schlecht, oder? So. Dann machen wir jetzt hier noch schnell rüber. Das kann ich aber mit dem da machen. Dass wir das dann schön schleifen können. So.
nicht, wie es da ausschaut. Schaut gut aus. Nehmen wir gleich noch das Wurzeln drüber. Und die trocknen eigentlich recht schnell. Da haben wir noch eine Schraube vergessen. Da auch noch. So, die schaut gut aus. Da ist schon eingefallen. Wie schon gesagt, das Material fällt jetzt rein und morgen mache ich quasi den zweiten, die zweite Spachtelung und dann machen wir einen Finish. Und dann wird das wunderbar. So, an einer Stelle schauen wir noch. Fertig. So, das ist jetzt leider ein wenig verschätzt. Gut, dann mache ich jetzt mein Werkzeug sauber und bin soweit durch. Genau. Dann hoffe ich, das Video hat euch jetzt ein wenig Spaß gemacht. Das war mir ganz was anderes und ich würde mich freuen, wenn ihr euch die nächsten Videos von mir anschaut, auch von der Serie oder allgemein. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus von Freunde des Stroms. Servus. Pfiat euch.